Ja, einen wunderschönen guten Morgen, guten Abend oder was auch immer. Willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ja, was habe ich heute vor? Ich hatte gesagt, ich präsentiere euch heute mal wieder eine Sammelbestellung. Und das werde ich auch tun. Deswegen habe ich schon mal ein bisschen vorgearbeitet. Ja, und die musikalische Untermalung heute kommt aus der Karibik. Und zwar aus Jamaica, The Morgan Heritage. So, jetzt fangen wir mal einfach an, weil wir haben genug zu tun. Und zwar mit dieser Münze hier, Scottsdale Mint. Ja, die habe ich nur auf dem Foto gesehen, oder beziehungsweise noch nicht mal auf dem Foto, sondern auf diesen allseits bekannten Internetgrafiken in Grau. Ja gut, sage ich, sieht ganz nett aus, kann's mal machen. Im Nachhinein habe ich mich geärgert, weil ich hätte sofort ein paar mehr nehmen sollen, weil diese Münze hier hat sich als absolute Überraschung entpuppt. Und zwar, muss ich selber erstmal gucken hier, was ist das hier, wie viel hat die gekostet, damit ich hier keinen Müll erzähle. Ja, okay. Und zwar handelt es sich um diese Münze. Und wie gesagt, es ist eine echte Überraschung. Wie gesagt, ich hatte sie vorher nie gesehen, außer diese grauen Grafiken. Und Bombe. Aus Republik Guinea. Scottsdale Mint. Auflage 10.000 Stücke nur. Ich habe bezahlt 28,50 €. Und zwar die Giraffen. Also ich muss wirklich sagen, wieder mal Scottsdale vom Feinsten. Also diese Mint gefällt mir immer besser, muss ich ganz ehrlich sagen. Das Motiv ist auch hervorragend gemacht. Die beiden Giraffen, die Präge, absolut sauber hier, wenn man hier das Lichtspiel betrachtet. Super Qualität. Wie gesagt, im Nachhinein, aber gut, man steckt nicht drin. Ich hätte ein paar mehr nehmen sollen. Super. Richtig gut gemacht. Und jetzt noch ein Tipp für alle, die Scottsdale Mint Produkte haben. Diese Umverpackung bitte entfernen, weil hier steckt Weichmacher drin, der sowohl die Münze als auch die Kapsel beschädigen kann. Deswegen ist nur als Transportsicherung gedacht. Deswegen die Münzen immer entfernen. Jo, das wäre Münze Nummer 1. Ja, diese Sammelbestellung hat sich natürlich über mehrere Monate hingezogen. Ja, und jetzt hätten wir hier Münze Nummer 2. Davon habe ich gleich 5 Stück. Die einzige Münzserie der Royal Mint, die ich verfolge. Und zwar handelt es sich um die Myths and Legends Serie. Auch bekannt unter der Robin Hood Serie. Diesmal auch wieder Glück gehabt. Keine Milchflecken, kein gar nichts, toi toi toi. Ich hoffe, dass es so bleibt. An und für sich sehr gute Qualität. Ja, was ist über diese Serie zu sagen? Das ist mittlerweile die dritte Münze. Es ist eine Serie von 9 Münzen und wie man so hört aus Kreisen, soll diese Serie aufgeteilt werden in 3x3 Münzen auf gut 3 Legenden, was für mich natürlich überhaupt keinen Sinn ergibt, weil allein die Robin Hood Serie, es fehlen mir also in dieser Serie einige Schlüsselmünzen. Hier werden zum Beispiel Bruder Tuck, Richard Löwenherz
oder auch Sheriff von Nottingham, Little John oder auch der Bischof von Canterbury zu nennen. Da allein könnte man die 9 Münzen schon voll machen. Ja, und wenn das wirklich der Fall sein sollte, dass die Serie gedrittelt wird, ist damit zu rechnen, dass mit Sicherheit die Artus-Legende aufgegriffen wird, sprich König Artus, Lady Genevieve und Sir Galahad und eventuell noch ja, Beowulf oder auch William Wallace aus Schottland, obwohl Schottland glaube ich eher nicht, weil es geht ja um die schottische Befreiung und ich glaube nicht, dass die Royal Mint das aufnehmen wird. Also rechne ich damit, falls diese Serie gedrittelt wird, dass demnächst erstmal die Artus-Saga verwurstet wird. Aber was demnächst kommt, werden wir sehen. Ich hoffe natürlich, dass die Serie hier mit dem Robin Hood-Thema weitergeführt wird, weil Bruder Tuck und Richard Löwenherz, ja, wenn diese Münzen wirklich noch kommen würden, das wären Schlüsselmünzen. Und da wäre richtig Musik drin noch und das würde diese Serie erheblich aufwerten. Naja, ich habe sie jedenfalls alle. Das hier ist der Little John, ganz gut gemacht mit seinem Stab, wie er im Busch steht und auf die bösen Männer des Sheriffs of Nottingham wartet, damit er sie verprügeln kann. Ja, manchmal möchte ich das mit den Leuten von der Royal Mint auch, ob ihres Gebarens, ich weiß nicht, macht für mich keinen Sinn. Aber gut, wir werden sehen, wie die sich entscheiden. Bezahlt habe ich jedenfalls pro Mütze im Nachgucken um 26,25 €. Das wäre hier Nummer 2. Ja, und als nächstes hätte ich dann hier ein Highlight anzubieten. Das wäre die dritte Ausgabe der Icons of Innovation und zwar hier Isaac Newton. Auflage 10.000 Stück. Erste war der Galileo, der zweite der Leonardo da Vinci und das ist Ausgabe Nummer 3. Der gute Isaac Newton, auch wieder mit der bekannten Rückseite, nicht die Queen, schon allein das wertet die Münze auf, obwohl, wie man ja gehört, mittlerweile, die Queen macht es ja auch nicht mehr lange. Demnächst dürften wir uns also mit König Charles oder König William herumplagen müssen. Wir werden sehen, auf jeden Fall, ich glaube nicht, dass die Queen dieses Jahr noch überlebt mit ihren 96. Auf jeden Fall, diese Münze, beziehungsweise diese ganze Serie, eine der stimmigsten Serien, die es gibt. Jo, und bezahlt habe ich auch nicht viel. Müsste ich mal eben wieder auf den Zettel gucken, weil ich kann mir nicht alles merken. Ich bin ja keine 25 mehr. Was habe ich bezahlt? 31,50 € das Stück. Und ich werde diese Serie mit Sicherheit weiterführen. Weil sie läuft gut und die früheren Ausgaben wie der Galileo ist zum Beispiel mittlerweile schon fast unbezahlbar geworden. Ja, und der Leonardo läuft auch gut. Ja, und der Isaac, der Gute, ist auch schon nicht mehr unter 40 zu bekommen. Sei denn, man hat Glück. Das wäre Nummer 2 gewesen. Wie gesagt, Auflage 10.000 Stück. Sehr schön. Das Highlight behalte ich mir natürlich auf bis zum Schluss. Ja, und die nächste wäre der erste der Wedge-Tailed Eagles, den ich besitze. Ich hatte noch nie einen und dieses Design hier, ja, polarisiert, sagen wir es mal so, weil es ist ziemlich schräg. Wenn man die anderen Wedge-Tailed Eagles miteinander vergleicht und dieses Design. Gerüchteweise hört man, dass der Designer dieser Münze
dieses Motiv als Satire aufgelegt hat, weil sein Entwurf für den American Eagle Typ 2 von der US Mint abgelehnt worden ist. Und dass er den Adler hier deswegen leicht schräg hat aussehen lassen. Aber egal, die Münze, wie gesagt, polarisiert. Man ist entweder für oder man ist gegen ihn. Und diese Münzen sind außergewöhnlich. Wie immer vernünftig und super geprägt von der Pearl's Mint. Ja, und außergewöhnliche Münzen sind bekanntlich immer gut, was Wertsteigerung betrifft. Also habe ich hier auch keine Bedenken, weil die Wedgetail-Evils laufen eh ganz gut. Ja, und dieses Design hier, naja, wird seinen Weg machen. Bin ich mal ganz fest überzeugt. Auflage von 20.000 Stücken. Bezahlt habe ich, von 25 Stücken, Entschuldigung. Bezahlt habe ich sogar noch recht günstig bekommen. Ich habe bezahlt 30,45 €. An und für sich sehr schöne Münze. Und wie gesagt, das Design polarisiert. Entweder man mag ihn oder man mag ihn nicht. Ich sag mal so, ich persönlich finde ihn nicht schlecht, weil ich finde ja auch den American Eagle Typ 2 in Gold auch recht toll. Und hier sind doch einige Ähnlichkeiten vorhanden. Wie gesagt, die Story habe ich gerade eben mitgeteilt. Was daran wahr ist oder nicht, weiß ich nicht. Wird man wahrscheinlich auch nie erfahren. Auf jeden Fall, das hier ist mein erster Wedgetail Eagle. Sehr schöne Münze. Zu einem guten Kurs. Mit gutem Wertsteigerungspotenzial. Sehr schön. So. Dann kommen wir auch zu einer Münze, die ich noch nie hatte, und zwar aus Barbados mit einer Auflage von 20.000 Stück, und zwar der Trident Ausgabe 2022. Dem Vernehmen nach soll es die letzte Ausgabe sein. Das wären dann 4 Tridents, die herausgekommen sind, Roof-like geprägt, sehr schön gemacht, muss ich wirklich sagen. Im Original, also wenn ihr das Ding in Händen haltet, kommt das Ding sogar noch viel besser rüber als hier auf dem Video. Obwohl, seitdem ich mein Licht hier umgestellt habe, müsste er auch schon sehr gut rüberkommen. Hier die Rückseite, sehr schön gemacht. Wieder mal keine Queen. Auch ein Vorteil, läuft auch auf dem Zweitmarkt recht gut, aufgrund der Prägequalität. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt noch nicht einmal, wer diese Münze prägt. Die Purse ist es nicht, die RAM ist es auch nicht. Ich nehme mal an, es wird eine amerikanische Mint sein, könnte die Sunshine oder so sein, aber ich will hier nichts behaupten. Auf jeden Fall ist die Münze hervorragend gemacht, proof-like. Ihr seht das Lichtspiel, also da ist ziemlich wenig mit BU. Die ist schon echt gut gemacht und teuer war sie auch nicht. Mal wieder auf dem Zettel hinten hier, 30,50 € auch, also alles noch im akzeptablen Bereich. Der Trident, auch gut, der Dreizack aus Barbados. Sehr schön. Wie gesagt, auch mein erster Trident, habe ich bisher auch noch nicht gehabt. Warum nicht? Muss ich mal zuschlagen. Ja, und jetzt kommen wir zu meinem Highlight hier. Hat mir 164 € gekostet, obwohl, es ist gelogen, dieses Samttäschchen war nicht dabei. Er wird leider Gottes nicht mehr in Box ausgeliefert, sondern lose. Also habe ich mir bei eBay noch für 2 € dieses kleine nette Samttäschchen bestellt.
Und zwar handelt es sich um eine Antikmünze. 5 Unzen. Damit ich auch auf meine angekündigten 19 Unzen komme. Da es antik ist, kann ich auch mal kurz anfassen hier. Und zwar 5 Unzen Chart Anubis. Ausgabe 2022 für 164 Euro. Man beachte, wie dick der Klopper ist. Also, das ist schon gewaltig, wenn man sieht, eine normale 1-Unzen-Größe, wenn ich die da drauf lege, hat dieselbe Größe, nur ist dreimal so dick. Ja, wenn wir das mal so machen hier, 3 bis 4 Mal so dick wie eine 1-Unzen-Münze mit demselben Diameter. Auf gut Deutsch auch ein sehr gutes Wurfgeschoss, falls mal ein böser Junge kommt, der dich berauben will. Ja, wenn ihr das Ding werft und das Ding trifft, dann ist der Junge erstmal außer Gefecht gesetzt. Das wäre die Vorderseite. Jetzt drehen wir mal um, damit wir auch mal die Rückseite sehen können. So, Republik Tschad, 3000 Francs. Tschad, France natürlich. 5 Troy Ounces of Antique Silber. Sehr schön gemacht, obwohl ich finde, die Rückseite hier, man kann es hier sehr gut sehen, hätte man ruhig noch ein wenig tiefer prägen können. Also, wenn ich der Münzmeister gewesen wäre, ich hätte noch ein Zehntel tiefer geprägt, damit die Konturen noch ein bisschen besser rauskommen. Aber nichtsdestotrotz, der Anubis hier, die Einzelheiten, sehr schön gemacht in Antik, 5000er Auflage, auch nicht gerade teuer. Ja, und das war jetzt Sammelbestellung von mehreren Monaten wieder, die ich mir so zugelegt habe. Wie gesagt, die neue ist auch auf dem Weg. Wenn die 500 Euro wieder vor sind, werde ich sie dann wieder auslösen. Und wenn ihr mich jetzt fragt oder fragen würdet, welche Münze denn aus dieser Sammelbestellung meine liebste wäre, kann ich es euch irgendwie gar nicht beantworten. Ich kann nur sagen, dass ich aus dieser Bestellung hier 3 bis maximal 4 Favoriten hätte. Das wären nämlich dieser hier. Das wäre der Isaac Newton von den Icons of Innovation. Natürlich der 5-Unzen-Klopper von Anubis, sehr schön gemacht. Und natürlich auch der Wedgetail Eagle. Ja, ob der Trident und die Giraffe hier den anderen dreien viel nachstehen, würde ich jetzt nicht unbedingt behaupten. Auch sehr schöne Stücke, aber von den anderen drei halte ich dann doch noch einen Tick mehr. Ja, und der gute Little John, den wir hier haben, ja, das ist halt eine Serie, die ich sammle. Wohlgemerkt die einzigste der Royal Mint, weil mir die Qualität der Royal Mint, ich weiß es nicht, bis jetzt habe ich Glück gehabt, ja, stimmt auch nicht. Jeder, der meine Videos kennt, hat wahrscheinlich auch meine 3 Completer gesehen. Ja, und selbst Backyard Bullion, der Engländer, der von der Royal Mint gesponsert ist, hat mittlerweile keinen Bock mehr auf Royal Mint, weil nur noch Scheiße bei rumkommt. Und orientiert sich jetzt auch mehr auf Germania und andere Sachen, weil die Royal Mint einfach es nicht gebacken kriegt mit ihrem Qualitätsmanagement und vernünftige Ware zu liefern. Zumindest was Silber angeht.
Hier nochmal der Anubis. Das wäre es erstmal wieder für heute und ich verabschiede mich bis zum nächsten Mal. Ja, noch nicht ganz. Ich habe nächstes Mal wieder einen absoluten Knaller. Und ja, dann verabschiede ich mich bis zum nächsten Mal wieder äußerst gut gelaunt und sage bis neulich.